Ja, fangen wir mal direkt an. Die Gegner sind mal, ich weiß nicht, also wir haben wieder den Gegner von letztem Mal. Uchiha Clan, ich weiß nicht, ob die auch dabei waren letztes Mal. Royal Club ist, glaube ich, eine Top 10 Gilde. Naja, und Silent Warrior. Ja, ich denke nicht, dass das so ausgeglichen ist. Derzeit sind wir auf Platz 3. Okay. Uchiha Clan unten. Und Silent Warrior dicht hinter uns. Ja, Royal Club auf Platz 2 und die waren auch letztes Mal auf Platz 1. Diesmal werden wir unsere Angriffe nicht verhauen, hoffen wir mal. Und fangen wir direkt an. So, 182.000, das merken wir. Ja, der ist der höchste, jetzt greifen wir den mal an. Und greifen wir am besten an hier. Und natürlich habe ich seinen Piraten, seinen. Natürlich habe ich seinen SK nicht getroffen, ne? Nee, das ist, glaube ich, gar keine so gute Idee. Versuchen wir es einfach von hier aus. Jetzt gibt es auch kein Zurück mehr, Freunde. Die ganzen Truppen hier platzieren, um das Ganze hier zu verhindern, dass der Pirat uns nicht jetzt irgendwie wegkillt. Das sieht nicht so gut aus, Freunde. Aber wir haben es gerade noch so geschafft. Okay, also ich habe noch 7 Minuten Zeit, ob ich das jetzt bis dahin schaffe. Ich habe gar keine Ahnung. Bilden wir einfach mal die Truppen aus. So. Ich kann gar nicht mal hier. Ich kann es gar nicht mal hier weggeben, aber okay. Ich muss ganz leise sprechen. Wir haben jetzt 6:28 Uhr. Ich muss jetzt gleich zur Schule los. Denn nach 7 Minuten muss ich los. Das schaffe ich aber. Das packe ich schon. So, den Kollegen beleben wir wieder. Ich muss auf jeden Fall so viel Gems wie möglich sparen. Ich habe jetzt keinen Bock, jetzt alles zu verschwenden, da ich am Sparen bin. Aber für euch mache ich das natürlich. Weil Video ist Video. Sehr wichtig. Oh, der hat eine schöne Base. Nicht. Der hat doch eine gute Base. Greifen wir am besten den SK an, ne? So, SK ist tot. Das war knapp, Freunde. Das war sehr knapp. Ich glaube, wir werden vorher seinen Proc versuchen rauszulocken. So, jetzt. So, gut, dass alle jetzt dahin gehen. Oder? Komm, Gargoyle, heal. Ich brauch dich, Gargoyle. Es gibt auch kein Zurück mehr, Freunde. Der gegnerische Blatt könnte uns echt alles kaputt machen.
Oh nein, Freunde. Okay, einen Angriff haben wir versaut. Aber wir werden es trotzdem bis zu 2000 schaffen. Davon bin ich fest überzeugt. Jetzt wieder dieser komische Bug. Mann, ich kann es einfach nicht. Ich kann es einfach nicht fassen. So, machen wir schnell den nächsten Angriff. Mann, ich muss ein bisschen leise sein, weil. Sonst hören mich noch. Sonst wirklich noch meine Eltern und so. Das darf ich nicht tun. So, wie ist denn das? Magetan. Der hat auch dieselbe Base. Und die ist gar nicht so schön. Also für mich nicht so schön. Egal. Der hat zum Glück keinen SK und so drin. Wir greifen am besten den hier an. Also der muss weg. Nein, 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 nein. Ja, Vlad, was ist das denn für ein Scheiße? Abbrechen, bevor wir über die Grenze kommen. Schauen wir mal, ob wir einen besseren finden, der irgendwie was frei hat. Weil ich will es einfach nicht riskieren. Ist mir echt zu riskant. Ist mir alles so riskant. Ouch, der Pirat könnte Rohr machen. Aber den haben wir. Hätten wir jetzt den einen da nicht angegriffen von Royal Club, dann hätten wir es jetzt auch nicht so bereut. Aber immerhin 120 Punkte sind nicht wirklich der Weltuntergang, aber dennoch ist es, sind das Punkte, ne? Also falls ihr irgendwelche anderen Leute findet, jetzt wie ich jetzt zum Beispiel, dann greift ihr am besten einfach an. Weil das geht's einfach nicht. Die meisten wollen einfach nur die maximale Punkte haben, dann kommen die nur auf 1800, wie ich zum Beispiel letzte Woche. Das war nicht so schön. So. Schauen wir mal, ob wir hier irgendeinen Kandidaten finden. Die Base ist wie, ähnlich wie von Kate Weasel, aber ich habe keine Ahnung, ob das wirklich was bringen soll. Machen wir einfach mal so. Mein Pirat ist immer noch gestorben. Was ist das? Aber wir haben das trotzdem in der Tasche. Falls wir keinen Disconnect bekommen, ne? Ihr wisst ja, ihr wisst ja Bescheid von den Disconnects. So. Ich hoffe nicht, dass ich ein bisschen zu leise bin oder so, weil. Ja, wie gesagt, es ist früh am Morgen. Und ich muss ja jetzt eigentlich schon los. Ich beeile mich auf jeden Fall mal. Oh, ich dachte schon, dass ein Gargoyle vielleicht procken würde. So, another one, 100%. Also den ersten Angriff, den haben wir irgendwie nicht so schön. Aber welcher Angriff war das denn? Auf jeden Fall ein Angriff. Event, Gildenkrieg. So, jetzt bekommen wir auf jeden Fall noch einen Gegner, den wir angreifen müssen. Also irgendeinen Gegner, den wir jetzt angreifen müssen. Den greifen wir an.
Hier ist mir zu riskant. Greifen wir mal von hier bei dem an. Wir müssen auf jeden Fall. Bei ihm hier. Lässt kaputt machen. Nö, zu riskant. Viel zu riskant. Wird noch überall Truppen. Ne. Das machen wir lieber nicht. So, schauen wir mal hier. Das ist der Rampi, bei dem habe ich glaube ich auch letztes Mal verkackt. Mal sehen, ob wir das nachholen können. Nö, lieber nicht. Ich hab's eilig, ich muss jetzt schnell einen Angriff machen. Machen wir hiervon. Wenn wir das beenden müssen, ja, werden wir. Machen wir einfach mal von hier. Ne, den greifen wir auch nicht an. Wir haben jetzt keine Zeit, wir müssen das jetzt irgendwie bei einem, irgendeinem hinbekommen. Versuchen wir es bei dem.